Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Es gibt viele schlechte Videospiele, das ist wohl nichts Neues. Manche sind dabei so schlecht, oder viele Spiele, für die man 70 Euro bezahlt und dann nicht funktionieren, dass sie über die Jahre hinweg zu urbanen Legenden geworden sind. Oh. Das vielleicht schlechteste von allen, so unfassbar schlecht, dass man es sich kaum vorstellen kann, minus 5 von 10? Over the Road Racing. Zum Glück kenne ich das nicht. Das Ziel des PC-Rennspiels ist es, laut der Rückseite der Verpackung, mit einem Laster durch eine bestimmte Strecke zu brettern, um Frachtgut schneller als die Konkurrenz abzuliefern. Wenn man es nicht schafft, wird der Truck von der Polizei geschnappt. Hä? Ist also illegale Fracht oder was? Hä? Was geht da? Deshalb auch das Polizeiauto auf dem Cover. Jo, das leider schon ist noch viel nichts davon wahr und nichts davon kommt in dem Spiel wirklich vor. Man will daher haben die Macher von Day Before ihre Idee. Wählt einfach einen aus 4 Trucks und anschließend eine aus 5 Rennstrecken. Naja, eigentlich 4, bei der letzten hängt sich nach der Auswahl das Spiel auf. Na toll, und das kommt wahrscheinlich aus Zeiten, wo Patches noch nicht üblich waren. Strecke. Also es gab damals schon Patches, ja, aber man musste dann noch im Internet rumkramen, um die endlich zu finden, weil es noch nicht sowas wie Steam gab, wo man die einfach runterladen konnte. Beispielsweise, wo sie automatisch geladen wurde. Und bei PS2 war es gar nicht möglich. Forgotten Road da musste man sich komplett neues Spiel holen. Es gibt allerdings auch nur eine Forgotten Road. Auf der Strecke spielt man dann nur gegen einen Gegner, welcher sich nicht von der Stelle bewegt. Wahnsinn! Es ist unmöglich. Die epischste Herausforderung in meinem Leben, Alter. Bei Big Rigs zu verlieren. Okay. Selbst für das Erscheinungsjahr 2003 ist die Grafik absolut. Also ein Spiel ohne Frust wären die Bugs wahrscheinlich nicht. Abfall und physikalische Gesetze gelten in dem Spiel so gut wie gar nicht. Man kann unendlich schnell rückwärts beschleunigen und stoppt abrupt, wenn man die Pfeiltaste loslässt. Die Brücken und jeder andere Gegenstand auf der Map, egal ob Häuser, Laternen oder Mauern, sind durchfahrbar. Der Truck wird bei Ansteigungen nicht langsamer und man kann einfach über die hohen Berge raus aus den Maps ins Nirvana fahren. 2008. Herrlich. Okay, mal davon ausgegangen, dass das Spiel aussieht, als kommt es aus den 90ern. War das für diese Zeit, auch keine guten Verhältnisse für so ein Spiel? Es gibt keine Soundeffekte und die Hintergrundmusik funktioniert ebenfalls kaum. Das Spiel ist ein einziger Glitch. Wie hat es das Spiel auf den Markt geschafft? Hä? Wer veröffentlicht sowas? Oder besser gesagt, welcher Publisher gibt dafür Geld aus, um das zu veröffentlichen? Oder es war eine Selbstveröffentlichung? Es ist unfassbar. Wenn man eine Runde gewinnt, wird man mit der legendären Tagline "Your Winner" begrüßt. Wahnsinn. Der Pokal hinter dem Schriftzug hat übrigens 3 Griffe. Hä? Nichts in diesem Spiel stimmt. Wirklich absolut gar nichts. Es ist ein Wunder, wie kann man sowas entwickeln und sich denken, boah, dieses Spiel ist richtig Babo, Mann. Jemals auf den Markt kommen konnte. Denn dieses Meisterwerk ist kein komischer Free-to-Play-Download-Content. Nein, man konnte dieses Spiel zu seiner Zeit wirklich 2 Stück kaufen. Man musste Geld für Big Rigs bezahlen. Wer warum entschied, dass Big Rigs in der Pre-Alpha-Version in den Handel kommen sollte, weiß wohl niemand genau. Ach, das ist Pre-Alpha. Der Publisher Game Mill bleibt allerdings weiter selbst. Also zu dieser Zeit, wo das wahrscheinlich rauskam, da war das auch noch nicht üblich, dass man ein Spiel so veröffentlicht. Vielleicht ein Rollenspiel, okay. Ja, ganz normal, aber so nicht. Sicher, obwohl Big Rigs mit einem Score von 8 auf Metacritic und einem Score von 1 auf GameSpot das am schlechtesten bewertete Videospiel. Also eins habe ich auch noch nicht erlebt. Spiel auf beiden Seiten ist. So ob sich die Entwickler heute eingekramt haben? Ist sich im Futter der Seite von Game Mill. We stick to our core competencies with an experienced management team and a proven track record of success to bring great brands and great games to market. Nachdem das Spiel auf den Markt kam, veröffentlichten Stellar Stone, die originalen Entwickler des Spiels, sogar einen Patch. Diese Berichtigung ist dabei fast so legendär wie das Spiel an sich. Lass mich raten, die macht nichts. Die kaputte 5. Strecke wurde durch eine gespiegelte Version der 1. Strecke ersetzt. Wie bescheuert! Statt die eine Strecke zu fixen. Nein, wir tun eine Nemo und spiegeln sie einfach auf Mario Kart angelegt. Your Winner wurde zu You Win. Und es gab jetzt Soundeffekte. Oh. Die haben sich so angehört. Selbst die Early Access-Spiele von heute sind besser. Spricht man das schon aus? Die Gegner fuhren jetzt. Die Soundeffekte sind der Hammer. Sogar für eine Weile nach Beginn des Rennens,
blieben aber trotzdem jedes Mal vor Ende der Strecke stehen. Das Spiel hat mittlerweile absoluten Kultstatus erreicht und die Phrase... Also ich sag mal, bei GTA war die KI schon manchmal echt komisch, ja, aber wie kann man so eine schlecht entwickeln? Your Winner ist so legendär, dass sie eine eigene Webseite mit der URL yourwinner.com hervorgebracht hat, auf der Big Rigs und andere ähnlich hervorragend gute Spiele diskutiert werden. Warum aber machen wir uns die Mühe, darauf einzugehen, wie unendlich schlecht Big Rigs Over the Road Racing ist? Verlassen wir für eine Sekunde die Welt der Videospiele und begeben uns in die Welt von... Oh, hi Mark! The Room ist wohl einer der schlechtesten Filme aller Zeiten und wird trotzdem noch immer... Auch bei dem Cover weiß ich nicht, ob ich das überhaupt gucken wollen würde. ...mäßig in einigen Kinos. Ja, ich weiß, das Cover sagt nicht mehr viel aus. Aber wenn das Cover nicht ansprechend ist, dann ist es meistens so, ja gut, okay, ich halte mich mal da noch fern von. ...gezeigt. Es gibt eine riesige Fanbase und der Kult um den Film hat einen eigenen Roman, The Disaster Artist, und eine preisgekrönte Verfilmung dieses Romans nach sich gezogen. Auch hier ist die Frage, was die Leute eigentlich an The Room fasziniert. Die Antwort, dass beide, Big Rigs und The Room, so schlecht sind, dass sie wieder gut sind, greift zu kurz. Natürlich herrscht eine gewisse Schadenfreude vor, wenn man sich die völlig diffusen Dialoge von Mark und Johnny zu Gemüte führt oder wenn man YouTubern dabei zuschaut, wie sie sich über Big Rigs lustig machen. Natürlich sind beide besonders witzig, weil das Versagen bei keinem der beiden Kunstwerke beabsichtigt ist. Anders als bei einem sehr reflektierten Sharknado oder auch bei Takeshis Challenge. Ja gut, aber dieses Sharknado soll doch vollkommen auf Trash angelegt sein. Dann ist es ja auch wieder was vollkommen anderes, wenn man Filme gezielt auf Trash anlegt. Echter Unfall ist oft witziger als gewollter Slapstick. Aber beide vermitteln auch ein Zugehörigkeitsgefühl. Beide produzieren Insider, You're a Winner, Everyone Has Betrayed Me. Diese Zitate formen ihre eigene Sprache. Trash genießt man vor allem gemeinsam. The Room in einem Kino voller Menschen zu schauen, die wichtige Szenen mitsprechen können, formt ein Zusammensein. Das Forum rund um Big Rigs ist das digitale... Sollte The Room auch ein Trash-Film werden? Wenn, dann ist es ja was anderes, aber... Äquivalent dieses Kinosaals und... Ey, aber mal ehrlich, Sharknado hat wenigstens noch ein sehr ansprechendes Cover. Winner hat nicht umsonst einen Eintrag bei Know Your Meme. Versteh den Witz, um dazuzugehören. Und auch das bodenlos Schlechte, das untere Ende der Fahnenstange, formt Identität. Es rückt das Herausragende in Perspektive und ist eine wunderbare Gelegenheit, die eigene Passion für Spiel oder Film im Leid angesichts dessen zu erleben, was hier verbrochen wurde. Denn manchmal wird uns erst bewusst, wie sehr wir gute Filme oder tolle Spiele lieben, wenn wir einen besonders beschissenen Titel verköstigt bekommen. Cheers! Ich würde dieses Spiel heute nicht spielen. Ich meine, ich hätte es damals wahrscheinlich, wenn ich davon erfahren hätte, ausprobiert, weil das Cover interessant aussah. Wahrscheinlich die Bilder hinten drauf auch. Aber ich wäre umso mehr enttäuscht gewesen, wenn ich mir das von meinem Taschengeld für den Preis gekauft hätte. Da hätte ich mir doch lieber für das Geld ein Bein amputieren lassen. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.